Willkommen zur nächsten Folge Strafrecht AT. Heute befassen wir uns mit der Teilnahme, nachdem wir die Täterschaft abgeschlossen haben. Und innerhalb der Teilnahme haben wir eben die Anstiftung gemäß § 26 StGB. Und wir haben die Beihilfe gemäß § 27 StGB. Wenn wir jetzt von der Anstiftung sprechen, was kann man dann unter der Anstiftung grundsätzlich verstehen? Bei der Anstiftung kann man eben die Mitwirkung an einer fremden Tatbestandsverwirklichung verstehen. Das ist grundsätzlich immer bei der Teilnahme so, dass wir eine Mitwirkung an einer fremden Tatbestandsverwirklichung haben. Das gilt auch für die Beihilfe gemäß § 27 StGB. Ich will euch jetzt zunächst einmal das Schema der Anstiftung zeigen und danach werden wir zusammen einen Fall dazu bearbeiten. Das Schema. Wir haben ganz normal die Tatbestandsmäßigkeit, den objektiven Tatbestand und werden dann dort prüfen, ob eine vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat vorliegt. Das heißt, wir brauchen einen Haupttäter und einen sogenannten Anstifter. Der Haupttäter muss, wie bereits hier geschildert, vorsätzlich und rechtswidrig handeln. Das Ganze nennt sich limitierte Akzessorietät der Teilnahme, denn der Täter, der Haupttäter, muss nicht schuldhaft handeln. Es reicht völlig aus, wenn der Haupttäter vorsätzlich und rechtswidrig handelt, damit eine Anstiftung gegeben ist. Als zweiten Punkt muss der Anstifter den Haupttäter dazu angestiftet haben, die Tat durchzuführen. Das Ganze nennt man das sogenannte Bestimmen. Der Täter muss den Haupttäter, also der Anstifter muss den Haupttäter dazu bestimmt haben, die Tat zu begehen. Und hier das Bestimmen. Und das Bestimmen, das hat als Definition einfach nur das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Täter. Der Anstifter muss also den Tatentschluss beim Täter hervorrufen. Wenn er dies nicht tut, dann handelt er nicht als Anstifter. Das heißt also, wenn beispielsweise der Haupttäter bereits vorhat, einen anderen umzubringen, wenn er das bereits vorhat und den Tatentschluss bereits gefällt hat, und ein Dritter dann eben zu ihm hingeht und sagt, ja komm, bring ihn um, dann ist das keine Anstiftung mehr, denn der Tatentschluss, der wurde hier bereits geschaffen. Eventuell würde in diesem Fall dann eben eine Beihilfe gemäß § 27 StGB in Betracht kommen, dazu kommen wir allerdings gleich. Dann kommen wir zum subjektiven Tatbestand und der ist eigentlich auch relativ einfach. Das Ganze nennt sich auch der doppelte Anstiftungsvorsatz und dort wird einfach nur geprüft, ob Vorsatz des Anstifters bezüglich der eigentlichen Haupttat vorlag und ob Vorsatz bezüglich des Bestimmens des Täters vorlag. Das heißt also, der Anstifter muss gewollt haben, dass der Haupttäter die Tat vollendet und er muss auch gewollt haben, dass er den Täter dazu bestimmt hat, also dass er also den Tatentschluss beim Täter hervorgerufen hat. Dazu muss er auch vorsätzlich gehandelt haben. Und dann natürlich auch noch Rechtswidrigkeit und Schuld. Und zu beachten ist, dass eine versuchte Anstiftung nur dann strafbar ist, wenn es sich hierbei um ein Verbrechen nach § 12 Absatz 1 StGB handelt. Wie ihr wisst, in § 12 Absatz 1 StGB wird normiert, dass ein Verbrechen erst dann vorliegen kann, wenn im Mindestmaß bei einer Strafe eine Strafe von einem Jahr angedroht ist. Kommen wir nun zu einem Fall, um die Anstiftung ein bisschen anschaulicher zu gestalten, um das Ganze nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Beispiel. A und E sind seit Jahren verheiratet. Die E ist bekannt dafür, dass sie ständig etwas an dem A herumzunörgeln hat und macht ihm damit das Leben zur Hölle. Als sie ihm schließlich auch noch fremd geht, platzt dem A der Kragen. Er möchte die E lieber tot als lebendig sehen. Aufgrund dessen beauftragt er den Auftragskiller K, die E umzubringen. Der K ist sofort begeistert und neben dem Auftragsgeld von 20.000 Euro möchte er auch gerne sein neues Snipergewehr ausprobieren. Zwei Wochen später wartet der K., bis sich die E aus ihrem Haus begibt, um sie ein paar Meter später mit einem gezielten Kopfschuss zu töten. Wie haben sich K. und A. hier im folgenden Falle strafbar gemacht? Und wir werden uns jetzt wirklich nur den Mord angucken. Das heißt, das allererste, was wir jetzt hier machen, ist, wir prüfen zunächst einmal den Haupttäter. Und das macht ihr bitte immer. Wenn ihr in einer Klausur seid, prüft ihr immer zuerst den Haupttäter und danach erst den Hintermann. Das heißt, hier würden wir zunächst einmal den Auftragskiller K prüfen. Und was würden wir bei ihm prüfen? Ja, natürlich Mord. Das heißt, § 212 Absatz 1, 211 Absatz 1 StGB.
Und ich nehme das Ganze jetzt mal vorne weg. Der K hat sich hier wegen Mordes strafbar gemacht. Also er hat natürlich die natürlich vorsätzlich umgebracht. Und das Ganze hat er natürlich auch zunächst einmal heimtückisch hinterrücks gemacht. Die K hat ihn nämlich, die E hat ihn natürlich nicht bemerkt. Er hat es auch aus Habgier gemacht, weil er 20.000 Euro erhalten hat. Und in Betracht kommt hier auch noch gegebenenfalls die Mordlust, weil er sein Snipergewehr ausprobieren wollte, sein neues. Gut, darüber lässt sich streiten, ob das Mordlust ist oder nicht, aber es sei auch dahingestellt. Er hat sich auf jeden Fall wegen Mordes strafbar gemacht. Und dann kommen wir erst zum A, das heißt zum Hintermann. Und bei ihm prüfen wir dann genau das Gleiche. A könnte sich je nach Paragraphen 212 Absatz 1, 211, 26 StGB strafbar gemacht haben, indem er dem K auftrug, die E umzubringen. Das heißt, er könnte sich hier wegen Anstiftung zum Mord strafbar gemacht haben. Und dort prüfen wir dann, wie wir gerade festgestellt haben, erstmal Tatbestandsmäßigkeit, objektiver Tatbestand. Wir prüfen zunächst einmal, ob eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat vorlag. Und das können wir ganz schnell beantworten, ja. Denn der K hat sich hier wegen Mordes strafbar gemacht. Die Tat war sogar schuldhaft begangen. Das heißt, das Ganze können wir hier mit einem Plus abhaken. Dann geht es weiter bezüglich des Bestimmens des K. Das heißt also, hat der A hier den K dazu bestimmt, dass er die Tat ausführt? Bestimmen bedeutet das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Haupttäter. Und im folgenden Falle ist es so, dass natürlich der A zu dem K hingegangen ist und hat ihn gefragt, okay, möchtest du meine Frau für den und den Preis umbringen? Oder der Haupttäter hat natürlich gesagt, ja. Dementsprechend hat er hier natürlich ganz klar den Tatentschluss beim K hervorgerufen. Kommen wir zum subjektiven Tatbestand. Hatte der A hier den Vorsatz bezüglich der Haupttat? Ja, er wollte seine Frau tot sehen. Hatte er auch Vorsatz bezüglich des Bestimmens? Ja, er wollte ja gerade, dass der K die E umbringt. Können wir auch bejahen. Damit können wir sowohl den subjektiven Tatbestand als auch den objektiven Tatbestand bejahen und auch die Tatbestandsmäßigkeit bejahen. Rechtswidrigkeit und Schuld liegt hier auch beides ganz klar vor. Da brauchen wir gar nicht groß rumreden. Es sind keine Rechtfertigungsgründe und auch keine Entschuldigungsgründe anzusehen. Somit hat sich der A hier nach Paragraphen 212 Absatz 1, 211, 26 StGB strafbar gemacht, indem er dem K auftrug, die E umzubringen. Das war jetzt ein einfaches Beispiel zur Anstiftung. Es gibt natürlich auch noch schwierigere Beispiele, wie zum Beispiel den Rosi-Rosal-Fall. Auf diese speziellen Fälle werden wir gegebenenfalls in einem Fall, den wir zusammen bearbeiten, den wir dann natürlich auch ausschreiben, den werden wir da vermutlich nochmal nachgehen, diesem Problem. Für mich ist es wichtig, dass ihr zunächst einmal das Grundprinzip der Anstiftung versteht und wie das Ganze geprüft wird und dass ihr zunächst einmal den Haupttäter prüft und danach erst den Hintermann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Paragraph 31.